Albert Camus ist zentral für die abendländische Philosophie. Sein Existenzialismus war hart in der Analyse, aber human in der Lösung. Sein Roman Der Fremde ist Schullektüre, ebenso wie der Roman Die Pest. 1913 kommt Albert Camus in Algier zur Welt, in einfachsten Verhältnissen. Er wird Schriftsteller und Philosoph, darf 1957 den Literaturnobelpreis entgegennehmen. 1960 schon stirbt Albert Camus tragisch in einem Verkehrsunfall. Der Tod ist immer absurd. Aber wir können fast sicher sein, dass Camus mit ihm versöhnt war. Denn das Absurde zu umarmen war eine seiner aufregenden Denkstrategien. Iris Radisch, die Leiterin des Zeitfeuilletons, hat Camus zum Jubiläum ein Buch gewidmet. Ebenso der NZZ-Feuilleton-Chef Martin Mayer. Beide sind jetzt Gast bei Juri Steiner. Vor 100 Jahren ist Camus auf die Welt gekommen. Wir erleben nun einen richtigen Camus-Herbst, vor allem in Frankreich. 60 neue Titel, über 60 neue Titel. Deutschland, der Rest der Welt entdeckt Camus wieder. Wie erklären Sie sich dieses breite Interesse für einen Autoren, der gestorben ist im gleichen Jahr, als John F. Kennedy zum amerikanischen Präsidenten gewählt wurde, Frau Radisch? Ich glaube, wir müssen bei Camus ganz viel nachholen, weil es hat so lange gedauert, bis wir ihn wiederentdeckt haben. Er war nach seinem Tod 1960 eigentlich in doppelter Weise ein toter Mann. In Frankreich sprach man nicht von ihm. Sartre hatte die große Schlacht gegen Camus gewonnen. Sein Sohn Jean hat mir erzählt, dass er, der 14 Jahre alt war, als sein Vater starb, in der Schule benachteiligt wurde, weil er der Sohn von Camus war. Er war wirklich so etwas wie ein verfemter Autor. Die linke orthodoxe Intelligenzia in Paris hatte einfach das Oberwasser. Sartre hat sich noch nach dem Tod von Camus immer wieder über ihn lustig gemacht. Und das hallte nach, das dauerte. Mhm. Und es musste erst mal Sartre sterben, es musste die Berliner Mauer fallen. Die ganze Nachkriegszeit musste zu Ende gehen, bis wir wieder einen freien Blick für diesen großen Autor hatten. Mhm. Dieser freie Blick, den haben Sie beide als eminente Persönlichkeiten des deutschsprachigen Feuilletons neu in zwei Publikationen auch aufgearbeitet. Herr Mayer, es ist sicher kein Zufall, dass Sie sich als Feuilletonchef der NZZ mit Camus beschäftigen. Ja, zunächst mal vielen Dank für Ihr freundliches Kompliment. Es ist kein Zufall, ich habe mich natürlich schon sehr lange mit Albert Camus beschäftigt, in der Schule sowieso, dann auch während dem Studium. Ich habe Philosophie studiert und Camus ist ja auch ein Philosoph, ein Kritiker der Geschichtsphilosophie, was ich selbst auch bin. Und nach habe ich dieses Werk dann auch wieder gelesen, neu gelesen, auch im Original gelesen und gemerkt, es hat sehr viele wichtige Themen und die müssten wir eigentlich jetzt wieder sozusagen unter die Leute bringen. Und das war ein Grund, dieses Buch zu schreiben. Sie schreiben im Klappentext, dass man ihn wirklich entdecken kann als großen Zeitgenossen. Zeitgenosse jetzt im Sinn auch des 21. Jahrhunderts. Einerseits des 21. Jahrhunderts, aber andererseits natürlich auch des 20. Jahrhunderts, in dem wir selbst alle ja aufgewachsen sind, ein Jahrhundert des Totalitarismus, aber auch der Freiheitsbewegungen, der großen humanen Katastrophen, aber auch der großen Denkansätze. Und diese verschiedenen Themen haben in Camus Werk eigentlich auf faszinierende Weise zusammengefunden. Was nun unser Jahrhundert, unser junges Jahrhundert betrifft, so ist Camus auch hier interessant. Es geht zum Beispiel um das Thema der Freiheit gegenüber der Bevormundung. Und Camus hätte sicher auch kritisch reagiert, wenn er vernommen hätte, wie wir heute in Überwachungswelten leben, die Orwell schon so beschrieben hat. Mhm. Nicht nur die Überwachungswelt ist zeitgenössisch, sondern natürlich auch die Zeit der Katastrophen. In Japan wird Camus mehr gelesen denn je. Mhm. Verstehen Sie das? Weshalb, Japan ist ja, glaube ich, immer schon wegen des Fremden. Das ist diese Art der Nüchternheit, der Kahlheit, also dieser Entwurf eines Menschen, der in Gleichgültigkeit seinem Schicksal gegenüber lebt. Das scheint etwas zu sein, was der japanischen Mentalität sehr nahe kommt. Aber es ist natürlich eine große Metapher, eine große Beschreibung des modernen Angestelltenlebens schlechthin. Mhm. Das mag nun in Japan ganz besonders ausgeprägt sein. Es ist natürlich nach Fukushima noch einmal eine ganz andere Situation, Herr Mayer. Ja, ich werde nächste Woche dorthin fahren und diese Situation in Augenschein nehmen. Und in Fukushima? Ja, und sie sozusagen im Blick auf Camus dann auch noch vergleichen und Ihnen darüber natürlich berichten.
Das sind die technischen Katastrophen in der modernen Welt. Und gegenüber all diesen technischen Apparaturen war Camus sehr skeptisch eingestellt. Er war nicht ein Modernist, er war auch nicht unbedingt ein Antimodernist, aber er war eben kritisch gegenüber dem, was Menschen können, vermittels der Technik, die sie in die Welt gesetzt haben. Und das begann natürlich schon zur Zeit des Ersten Weltkriegs mit der Mechanisierung, mit der mechanischen Tötung, explodierte dann im Zweiten Weltkrieg und dann immer auch unter dem Druck der Bombe im Kalten Krieg. Das hat Camus sehr beschäftigt, der eben eine ganz andere, erdnahe und humane Lebensphilosophie hatte. Er war ja der einzige Chefredakteur, der bei Abwurf der Bombe in Hiroshima überhaupt das kommentiert hat, der dagegen protestiert hat. Das war in Frankreich, gab es sonst keinen Chefredakteur, der sich dazu überhaupt geäußert hätte. Und ich glaube auch, dass vor allen Dingen diese Wachstumskritik, diese Skepsis gegenüber einer den Menschen nicht mehr im Augen habenden Technik, dass das vor allen Dingen das ist, was wir heute wiederentdecken können. Also er war für mich auch so etwas wie ein erster Grüner, der sich eben Gedanken darüber gemacht hat, ob diese Wachstumspolitik in der Industriemoderne der richtige Weg ist und der dagegen immer seine Idee vom menschlichen Maß eingebracht hat. Und das haben wir ein bisschen vergessen in diesen großen postideologischen Diskussionen, die wir in den letzten Jahren hatten, haben wir ein bisschen vergessen, dass dieser dritte Weg von Camus immer da war und jetzt darauf wartet, neu entdeckt zu werden. Aber das würde heißen, quasi, dass Camus vielleicht nicht der ist, der die großen Antworten liefert, sondern der die gleichen Fragen, die gleichen Probleme, die gleichen Zweifel und Ungewissenheiten in sich trägt, wie wir sie heute immer noch haben. Dass er überhaupt keine Antworten hat, das glaube ich nicht. In der Balance, ja. Also wegen des Ideologischen oder der Skepsis. Ja, natürlich, die Skepsis und zunächst mal die Diagnose, die er mit dem Absurden vorgelegt hat, die Diagnose seiner Zeit, einer Zeit, die eben keine Ideologien, keine Werte mehr hat. Das ist natürlich seine Haupthinterlassenschaft. Aber es gibt auch Therapievorschläge. Die gibt es wirklich. Also vor allen Dingen in das sehr berühmte letzte Kapitel im Mensch in der Revolte, wo er ja sein Sonnendenken, sein mittelmeerisches Denken entfaltet, was ausstrahlt in sein ganzes Werk, was man schon in ganz frühen Vorträgen in Algier findet und was ausstrahlt bis in seinen letzten Roman, Der erste Mensch. Das ist seine große Utopie. Und die darf man, glaube ich, also die haben wir vielleicht immer noch viel zu wenig gesehen, weil wir immer nur vom Absurden, vom Menschen, der krank an seiner Zeit war, der pessimistisch war. Aber es gibt auch diesen heilen, diesen glücklichen Camus. Auf den wollen wir noch gerne zu sprechen kommen. Sicher, genau. Ausführlich. Ich glaube, was uns interessieren kann, ist, Sie sind Kenner der Materie und haben sich intensiv beschäftigt auf dieses Jubiläum hin. Was hat Sie persönlich am meisten überrascht in dieser Vorbereitung für Ihre Bücher, Herr May? Eigentlich die Reichhaltigkeit der Gedanken, die Camus entfaltet, dann natürlich die Verbindung zwischen Literatur und Philosophie. Das hat mich immer fasziniert, auch bei Dichtern und Schriftstellern. Deshalb habe ich ein großes Buch über Ernst Jünger geschrieben, der auch eigentlich ein Philosoph und ein Schriftsteller war. Und dann natürlich die großen Themen. Camus hat Weltliteratur geschrieben, jedenfalls in vielen seiner Bücher. Was ist eigentlich Weltliteratur? Weltliteratur ist das, was die großen Themen, die alle Menschen bewegt, immer wieder aufwirft. Also zum Beispiel der Tod, der Sinn des Lebens, die Hoffnung, den Glauben oder auch die Glaubensskepsis, was bei Camus eine ganz wichtige Rolle spielt. Liebe natürlich, Schuld, Vergänglichkeit, Sterblichkeit. Wir sind in dieses Leben geworfen. Das lehrt auch der Existenzialismus. Und wir müssen schauen, was wir mit diesem Leben anfangen. Camus hat sich ja geweigert, als Existenzialist bezeichnet zu werden. Hat in einem Interview mal gesagt, non, je ne suis pas existentialist. Aber das Thema der Existenz war für ihn fundamental. Dass er sich nicht zum Existenzialismus bekannte, hatte auch damit zu tun, dass natürlich Sartre eigentlich diese Denkströmung in Frankreich nicht nur einführte, sondern auch besetzte. Ursprünglich kam sie von Heideggers Existenzphilosophie und Daseinsanalytik und alles Dogmatische, also alles das, was eigentlich als Theorie sozusagen über der Lebenswelt steht, hat Camus abgelehnt. Trotzdem, die Frage nach der Existenz in einem reinen Diesseits, ohne die Hoffnung auf irgendwelche Jenseitserlösungen, das war eigentlich sein Thema.
Und Frau Radisch hat das mediterrane Denken angesprochen. Das sollte tatsächlich dann in den späteren Werken auch eine wichtige Rolle spielen. Es war leider durch den Unfalltod so, dass Camus sich dazu nicht mehr ausführlich äußern konnte. Jetzt haben Sie Literatur, Philosophie, die Existenz. Gerade die Existenz ist natürlich etwas, was uns die Biografie von Camus sehr fasziniert und interessiert. Frau Radisch, Sie als Biografin in kurzen, groben Zügen, das Leben des Albert Camus. Was mich ganz besonders fasziniert hat, und da kommt man auch sofort zum Leben, ist, dass es bei Camus, anders als bei vielen anderen Intellektuellen, wirklich eine untrennbare Einheit gibt zwischen Leben und Werk. Der wollte nichts schreiben, was er nicht auch leben konnte. Und der wollte nichts leben, was er nicht auch schreiben könnte. Also diese Abspaltung des Intellektuellen, der hier große Gedankengebäude hat und dort ein ganz anderes Leben lebt, das gab es nicht. Also da war er Existenzialist in seinem eigenen Werk. Ich finde, dass er sowas wie ein Lebensgesamtkunstwerk selber ist. Und diese Radikalität, die kommt meiner Ansicht nach aus seiner Herkunft, oder zumindest ist sie dadurch sehr befördert worden, diese ganz einfache Herkunft. Er kommt ja aus einer Zivilisation, die der Pariser Zivilisation der Zeit vielleicht um 500 Jahre zurück war. Also, das ist vielleicht ein bisschen viel, 500 das Jahre, weiß das ich sind nicht. Da schon fast in der Steinzeit. Aber 500 Jahre ist das Mittelalter. Jahre. 500 Jahre ist Mittelalter in diesem Fall. Das heißt, er lebte ohne Strom, ohne Wasser, ohne Bücher. Und das ist das ganz Entscheidende. Große Unterschied. Ohne Bücher, ohne Zeitungen, ohne Radioapparat. Das ist schon ein Leben, was von der Zivilisation, in der Sartre zum Beispiel groß geworden ist, unglaublich weit entfernt ist. Also sein Vater ist einfacher Kellermeister, seine Mutter ist Analphabetin. Putzfrau, eine Frau, die ungefähr über 400 Worte verfügt hat, die aus welchen Gründen auch immer autistisch war, die ihm keine Liebe geben konnte, die keine Zuneigung hatte, die, als er dann todkrank wurde und TBC bekam, sich nicht für ihn interessiert hat. Also diese Kälte, dieser Kältekosmos, in dem er groß wird und den man auch in all seinen Büchern wiederfindet, das ist seine Herkunft. Es ist vor allen Dingen die Armut und die Einfachheit. Das ist ja der Titel meines Buches, das Ideal der Einfachheit. Das ist meiner Ansicht nach das Leitmotiv nicht nur seines Lebens, sondern auch seines Werks. Er hat diese einfache Herkunft idealisiert. Er hat das zu dem Elementaren, zu dem Fundamentalen, Quellen des Lebens erklärt. Er sagte, das ist eigentlich, mehr brauchen wir nicht. Das war das Glück. Das Glück am Mittelmeer, das Glück, als wir ins Wasser gerannt sind, als wir frei waren. Auch dieses Stichwort ist ja mit der Einfachheit ganz eng verbunden. Als wir keine Ideen, keine Ideologien, keine Götter brauchten, keine Kultur brauchten, da waren wir sozusagen die rousseauischen Wilden. Das ist sein Maß, was er hat. Und dann natürlich der Sprung, ein Bildungsaufsteiger. Er kommt in die Maschinerie, in die Räder des französischen Schulsystems. Und auf diesem Weg dann bis nach Stockholm, bis zum schwedischen König, wo er den Literaturnobelpreis erhält. Das ist durch das französische Bildungssystem anders gar nicht denkbar. Sartre hat das immer abgewiesen, hat immer gesagt, das reicht nicht. Der hat Heidegger überhaupt nicht gelesen, Kierkegaard. Das ist alles nur Sekundärwissen, was er da zusammenhäuft. Er hat ihn als Aufsteiger, als Emporkömmling immer abgelehnt. Und für Camus war das, glaube ich, auch immer klar, dass er nicht ganz dazugehört. Ja. Dass er nicht wirklich nach Paris gehört und dass seine Ursprünge eben in der Einfachheit und am Mittelmeer liegen. Jetzt diese Idealisierung der eigenen Herkunft in seiner letzten Phase des Lebens, das hält bis heute an. Camus sieht ein bisschen aus wie Humphrey Bogart, hat ähnliche Attitüden, das Rauchen. Ich habe mal gelesen, es sei aber eine Mischung gewesen zwischen Fernandel und Humphrey Bogart in der Haltung, dieser fulgurante Aufstieg. Er war ein Dandy, das schreiben Sie beide, skizzieren ihn ein bisschen in dieser Situation, der sehr gerne gut angezogen war. Er war ein homme femme, viele Hauptfrauen, Nebenfrauen und so weiter. Ja, das war sehr anstrengend, immerhin. Also gab wohl auch andere Prämien. Ich möchte noch ganz kurz sagen zum Ideal der Einfachheit. Das ist völlig richtig. Es ist aber auch die Praxis natürlich der Einfachheit, die er immer gelebt hat. Es war nie etwas Aufgesetztes.
Er hat erst spät im Leben mit dem Geld des Nobelpreises sich in Lormarin ein kleines Haus gekauft. Wenn Sie dieses Haus Ja, klein ist es nicht. Ich war da drin. Ich auch. Für mich war es klein, für Frau Radisch ist es groß. Das sagt mehr über uns als über Camus aus. Aber das war für ihn schon wichtig. Nicht? Andererseits, die Herkunft in Algerien, die war nun auch nicht nur so kalt, würde ich jetzt ein bisschen korrigieren, wie Sie das geschildert haben. Er hat auch Liebe empfangen von seiner Mutter. Ob sie nun 500 oder 1000 Worte kannte, das wissen wir ja nicht wirklich. Und die Großmutter, die hat eigentlich das Heft in der Hand gehabt, die hat die Familie zusammengehalten, die hat ihn auch in die Kirche geschickt. Und es war schon auch Zuneigung vorhanden, vor allem von Seiten eines Onkels, der ihn begleitet hat auf seine Ausflüge ans Meer oder auf die Jagd. Und dann war ja ganz wichtig, um einfach nochmals dieses biografische Kapitel abzuschließen, dass er Förder fand in Algier, die gemerkt haben, erstens, das ist ein hochintelligenter Schüler, zweitens, das ist ein ebenso hochintelligenter Student, der übrigens sehr gut mit der Sprache umgehen konnte. Und die Sprache von Camus ist ja auch etwas ganz Besonderes. Und dadurch entwickelte er sich eigentlich auch, sagen wir mal, zu einem Bildungsstudenten. Also was Sartre gesagt hat, der hat ja nicht mal Heidegger gelesen, das stimmt er einfach nicht. Er hat ihn auch gelesen, später noch intensiver. Hegel hat er ausführlich gelesen für den Homme Révolté. Und so ist diese Karriere aus einfachen Verhältnissen eigentlich gekommen zu einer auch intellektuellen Karriere. Man darf nicht vergessen, er hat an der Universität von Algier studiert, er hat eine Diplomarbeit geschrieben über den Einfluss des Neoplatonismus auf die christliche Metaphysik. Genau. Das ist also ein ziemlich esoterisches Thema, hat sich mit den Kirchenvätern beschäftigt, hat sich mit einem Historiker wie Étienne Gilson beschäftigt. Olivier Todd hat das alles sehr ausführlich ausgebreitet. Und das schuf dann natürlich die Voraussetzung auch für sein Frühwerk, das noch unter dem Einfluss eigentlich dieser algerischen Zeit kam, stand. Dass er nachher in Paris tatsächlich sich nie wirklich heimisch geführt hat, das ist kein Geheimnis. Ich würde gerne selbst gesagt, nicht? Paris eben als Gegenpunkt zu dieser Kindheit aufgreifen, weil Paris ist bis heute ein Thema für Albert Camus. Nicolas Sarkozy wollte 2009 eine Überführung des Leichnams machen von Lourmarin, von diesem Friedhof, ins Pantheon. Ja, der hatte immer lustige Pläne, ja. Aber was stand dahinter? Und es kam nicht dazu, und weswegen kam es nicht dazu? Ich glaube, dahinter stand durchaus das Bedürfnis nach Rehabilitation. Ich glaube, dass den Franzosen diese Ausgrenzung schon noch im Nacken sitzt. Und bis heute, natürlich, es gibt diese wunderbare Pléiade-Ausgabe, es gibt die große Biografie von Emmanuel Todd, aber es gibt kein großes französisches Buch über Camus. Ganz anders als über Sartre, über den Bibliotheken da sind. Ich glaube, dass man schon das Gefühl hat, es muss für Camus noch etwas passieren. Und diese Rückholung in das Pantheon war natürlich eine Art Heiligsprechung. Und für die Tochter, für Catherine Camus, war das nicht klar, ob man das nicht annehmen sollte, weil das ja eine Ehre ist. Und sie hat mir erzählt, viele kleine Leute hätten ihr Briefe geschrieben, nimm das an, das ist einer von uns. Und das ist eine Ehre für die kleinen Menschen, wenn einer von uns ins Pantheon kommt. Und Jean, der Zwillingsbruder, hat dann gesagt, nein, mein Vater, und da bin ich auch der Ansicht, dass er recht hat, der gehört eben zu den kleinen Leuten auf dem Dorffriedhof von Lourmarin, und der gehört nicht nach Paris, wo er nie sein wollte, der gehört in den Süden. Und ich denke, da hat er ganz richtig entschieden. Also völlig einverstanden, Camus hätte überhaupt kein Interesse an dieser Pantheonisierung gehabt. Das hat ihn eigentlich immer eher abgestoßen. Umgekehrt, die Franzosen haben natürlich diesen Hang, ihre Schriftsteller, ihre Künstler eben in die Hallen des Pantheons einzubetten, weil das für sie ein ganz großes Kulturgut ist. Ich glaube, in keinem Lande Europas ist das Kulturbewusstsein auch gegenüber denen, die dafür verantwortlich sind, so groß wie in Frankreich. Das gilt natürlich auch für die Rezeption der Intellektuellen. Man kann dort auch wohl ein bisschen mehr Unsinn erzählen und ist immer noch groß respektiert als zum Beispiel in Deutschland und der Schweiz. Also ja, doch die Kritikfähigkeit der Franzosen gegenüber sich selbst ist relativ
unausgeprägt. Und das hat damit zu tun, dass im Grunde genommen immer noch die Devise herrscht, l'état, c'est moi. Früher war es Louis XIV, jetzt ist es Herr Hollande, natürlich in einem sehr kleinen Format, aber das gilt immer noch. Es ist ein Etatismus, es ist eine starke Bürokratie. Es gibt in Frankreich 6 Millionen Verwaltungsangestellte. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und interessant ist, dass Albert Camus auch Artikel geschrieben hat und Essays, die gewarnt haben von der Bürokratisierung des Staates und überhaupt von der Nationalismus überhaupt. Ja, aber auch von der Verwaltung und der zunehmenden Einflussnahme des Staates auf die Freiheit der Bürger. Und da war er wiederum, anders als die meisten, die Konservativen und die Linken, völlig atypisch. Das hat denen nicht gepasst, im Staat sowieso nicht. Bleiben wir noch so ein bisschen, in Paris. Das scheint ein interessantes Feld zu sein, sowieso heute wie damals. Sie haben beide erzählt, eben diese Art von Talenten, von Kapazitäten, Kompetenzen auf den verschiedensten Gebieten. Aber er war ja nicht nur eben entweder Philosoph oder Schriftsteller, er war ja Journalist, das haben Sie angetönt. Er war auch Schauspieler. Er war Regisseur. Résistance. Engagiert, aber die eigentliche große Polemik und die große innere Zerfleischung in dieser Pariser Szene, in der Intelligenz der Pariser Szene, war quasi diese Frage, ist er ein Philosoph oder nicht? Sie haben das kurz auch skizziert. Ja, Gott, ich würde es nicht ganz so fokussieren. Dass er kein Philosoph war oder gewesen wäre, war dann sozusagen die polemische Attacke derer, die eigentlich Camus aus anderen Gründen angriffen. Das war eigentlich eher ein Sekundärargument. Natürlich wussten die Leute, wenn sie ehrlich waren, dass er durchaus Philosoph war, allerdings natürlich nicht im universitären Sinne, sondern in einem literarischen Sinne, wie zum Beispiel Cioran auch. Das sind ja meistens die Besseren als die anderen, aber das ist ein weites Feld. Nur kam es ja zum großen Zerwürfnis zwischen Sartre, das sich natürlich schon eigentlich in den 40er Jahren vorbereitet hatte durch die Publikation von Camus großem und meiner Ansicht nach auch sehr wichtigen und bedeutenden Essay L'homme révolté, der Mensch in der Revolte. Es führte wahrscheinlich in diesem Rahmen zu weit, dieses Buch nun sozusagen analytisch so zu zerlegen, wie es es eigentlich verdiente. Aber um es kurz zu machen, Camus schreibt im L'homme révolté eine ganz deutliche und scharfe Kritik an jeder Form totalitären Denkens und totalitärer Praxis. Links wie rechts. Links wie rechts, aber links ist interessanter, weil es in Frankreich damals natürlich viel mehr Marxisten gab, wie Sartre zum Beispiel auch, der sich also bis in die Positionen und Legitimationen des Stalinismus hineinwagte. Und das hat Camus eigentlich verachtet und auch als sehr gefährlich empfunden. Und als dann Sartre und seine Genossen, Simon sowieso, aber auch Francis Chanson, der das Buch in L'État moderne rezensiert hat, das schwarz auf weiß sahen, war es für sie natürlich auch ein persönlicher Angriff. Und dann entstand diese von ihnen sogenannte Zerfleischung von sehr verschiedenen Seiten her, wurde Camus angegriffen und das hat ihn sehr verwundet. Und dadurch wurde er, wie Frau Radisch auch vorhin gesagt hat, zunehmend marginalisiert. Also im Grunde genommen ist das auch ein ideologischer Kampf gewesen. Und Camus war eigentlich der Erste, der in dieser Zeit das geschichtsphilosophisch totalitäre Denken der Neuzeit so kritisiert hat. Also praktisch gleichzeitig wie Karl Raimund Popper, aber ohne Kenntnis von dessen Arbeit. Das ist hochinteressant. Das hatte in Frankreich überhaupt keine Tradition. Also rückwirkend müsste man sagen, quasi der Fußballmatch zwischen Sartre und Camus es war hat gewonnen. Es war ein Boxmatch. Ein Boxmatch. Ja. Also, und vor allem muss man ja sehen, es war ja nicht in den 40er Jahren, es war in den 50er Jahren und war inmitten des Kalten Krieges. Und da ist er wirklich in die Mühlsteine dieser Ost-West-Auseinandersetzung gekommen, wo sich Sartre eben nicht entblödet hat, nach Moskau zu fahren und der Liberation hinterher richtig treu doofe Interviews zu geben, wo er erzählt, wie wunderbar es den Sowjetbürgern geht und die Journalisten von Liberation auch nicht in der Lage sind, kritisch nachzufragen. Es war eine Adoration dieses Stalinismus, das können wir uns heute nur noch schwer vorstellen. Und auch der Legitimation des Terrors,
Es war ja schon die Idee, ja, das, da muss man vielleicht jetzt ein Auge zudrücken, selbst wenn wir wissen, Gulag und Schauprozesse, natürlich wusste man das. Ja, spätestens nachdem Gide aus der UdSSR zurückkam und sein berühmtes Buch Retour de l'URSS geschrieben hat, wusste man das. Und Camus wusste es seitdem, aber Sartre war im Vorstand der sowjetischen Freundschaft. Und es war eine unglaubliche Art, die Augen davor zuzumachen. Und dass Camus das nicht mitgemacht hat, das hat ja vor allen Dingen damit zu tun, dass er jede Art der Eschatologie, der Aufschubstheorie von Anfang an für sein eigenes Leben, aber auch für die politischen Ideologien zurückgewiesen hat. Nichts durfte man heute hinnehmen auf ein Ziel hin, von dem man noch gar nicht weiß, wann es eintritt. Das ist eben dieses jüdisch-christlich-teleologische Denken, dass irgendwann das Paradies winkt und wir dafür heute aber leiden dürfen. Darauf kommt es gar nicht an. Genau, also der Camus, der ist ja eigentlich kein christlicher Denker. Das muss man schon ganz deutlich sagen. Er ist Heide, er ist jemand, der sich als alten Griechen bezeichnet hat, der immer gesagt hat, das Leben ist jetzt. Und Leiden ist jetzt. Und kein Leiden darf gerechtfertigt sein. Kein Tod darf heute gerechtfertigt sein für etwas, von dem wir gar nicht wissen, ob es jemals kommt. Weil wir sterben. Der Tod war eigentlich immer das, was ihm vor Augen stand. Natürlich auch, weil er selber sehr krank war. Und das hat diesen unglaublichen Intensivierungsschub gegeben. Ja, das ist eigentlich das, was kein Zweck heiligt die Mittel. Nicht, genau, das ist eine ganz wesentliche Aussage in seinem Werk. Noch ganz kurz zur Kontroverse Sartre Camus in Le Temps Moderne. Sartre hat dazu gegeben, so ein bisschen heuchlerisch, ja, doch, der Gulag sei schlimm, aber was die westliche Presse daraus mache, sei schlimmer. Genauso schlimm oder noch schlimmer. Ja. Und da zeigt sich ja eigentlich nicht nur der Zynismus, sondern geradezu eine Art von Wahnsinn der Wahrnehmung. Mhm. Und das ist völlig richtig, Camus war kein gläubiger Mensch. Er war auch nicht ein ausdrücklicher Atheist. So weit wäre er nicht gegangen. Er hat ja immer auch den Kontakt zu Katholiken gesucht, mit ihnen diskutiert, in Seminarien und so weiter. Aber das Heilige ihm nicht fremd sein. Nein, aber das Heilige, oder sagen wir mal, Gott ohne Erlösung, Gott ohne das ewige Leben und das Christentum ohne die Auferstehung Christi, das sind so diese paradoxen Denkfiguren, in denen er sehr, sehr zu Hause war. Vielleicht könnte man von religiösem Atheismus sprechen, wenn es sowas gibt. Ja. Also diese Offenheit eigentlich muss etwas sein, aber wir dürfen es nicht niemals besetzen und ihm keinen Namen geben. Wenn wir diesen religiösen Atheismus jetzt mal nehmen, also ein Ismus würde zu Camus in irgendeiner Form passen. Wir haben es gehört, der Existenzialismus passt und passt doch nicht, dann müsste ich gern eingehend darauf kommen. Aber wenn wir jetzt sehen, Sartre, Camus, dieses Paar, gibt es eigentlich Strömungen, Schüler, Bewegungen, in Frankreich würde man sagen, einen Camusisme, einen Camusismus, der heute weiter existiert, der diese Schule oder diese Ideen hat. Er hätte das auch gar nicht begünstigt, er war eigentlich im Grunde ein Einzelgänger, solidär und solitär, wie immer gesagt hat. Während Sartre natürlich ein kluger Taktiker, ganze Schülerkreise um sich geschart hat und die auch in seinem Sinne argumentierten. Also bis heute. Der prominenteste damals war natürlich Maurice Merleau-Ponty. Mhm. Und das war eine ganze Fronde, die gegen Camus gebildet wurde. Und trotzdem, komischerweise, auch in Ihrer Biografie kommt das heraus, er war Fußballspieler, deswegen habe ich vorher den Fußballmatch genommen als Bild, Torwart. Und dass er immer auch auf Redaktionen, immer wenn er in Equipen gearbeitet hat, hat es ihm gefallen und hat es ihm gepasst. Also er war nicht wirklich solitär. Das ist das Solidär, nicht? Das ist eigentlich das Gemeinschaftsgefühl, das für ihn ganz wichtig war. Das geht zurück eigentlich bis in die algerische Kindheit, die ja wunderbar schön beschrieben ist in dem Roman, dem unvollendeten Roman Le Premier Homme, der erste Mensch, wo er mit seinen Schülerkollegen auch schon Fußball spielt. Das geht dann weiter in die Studentenzeit im Theater, Equipe du Théâtre, wo sie gemeinsam Stücke aufgeführt haben und eben auch Camus Schauspieler und Regisseur war. Und Zeitungsredakteur. Also da hätten wir noch ein großes Pensum, Frau Radisch, zu erfüllen, aber es ist ja nie zu spät. Na? Und dann natürlich auch in der Résistance, auch mit Kollegen im Untergrund für die Zeitung Combat. Und das hat sich eigentlich schon durchgezogen. Später waren es dann ein paar sehr wichtige
Freundschaften, aber nicht ins Breite, sondern in die Tiefe, die ihn gestützt haben, insbesondere René Char, der große Dichter, auch ein Mann des Widerstands, der in der Provence gelebt hat, die ja dann für Camus zur zweiten Heimat und sozusagen zum Äquivalent für die Mittelmeerlandschaft Algeriens wurde. Während eben diese große intellektuelle Pariser Szenerie von Saint-Germain-des-Prés, da fühlte er sich nicht wohl. Es gibt in den Tagebüchern auch interessante Beschreibungen, was da alles passierte. Sartre nannte das, man macht eine Fiesta. Also man hat zuerst irgendwie im Être et le Néant geschrieben oder dann in der Critique de la Raison Dialectique, aber am Abend geht man irgendwie in ein Lokal und es kam ja dann manchmal zu heftigen Auseinandersetzungen, weil ein Gefährte Camus war zum Beispiel Arthur Koestler. Der hat ja auch die Schauprozesse von Stalin in seiner Sonnenfinsternis sehr genau beschrieben. Da wurde dann debattiert und es floss natürlich auch reichlich Alkohol. Das ging dann so weit, bis dann hier und da auch Faustschläge verteilt wurden. Das können wir uns heute auch nicht mehr so recht vorstellen, oder? Ich möchte nur eins noch ergänzen, weshalb es immer noch keine richtige Camus-Rezeption in Frankreich gibt. Das ist schon interessant, dass dieser Sartre-Club bis heute hält. Und es gibt jetzt ein großes Buch, der müsste eigentlich hier mit am Tisch sitzen, wenn er mit uns auf Deutsch debattieren könnte. Das ist von Michel Onfray. Das ist das einzig große Camus-Buch, was jetzt auch zum 100. in Frankreich erscheint. Alles andere sind keine großen Publikationen, ein paar Briefwechsel und so kommen jetzt noch. Und das ist ein Mann, der ähnlich wie Camus selbst in Frankreich ein Außenseiter ist, über den man die Nase rümpft, den man nicht ernst nimmt. Und BHL, also der große Starphilosoph Henri Bernard Lévy, macht sich bis heute über Camus Mystizismen, über seine Naturpoesie lustig, nicht nur in der Sartre-Biografie, die er vorgelegt hat, sondern auch noch in den Sonderpublikationen, die bei Le Monde kommen. Es hört nicht auf, dass man ihn nicht ernst nimmt, dass man sich lustig macht über diesen mittelmeerischen, mystischen Denker, der eigentlich nicht wirklich philosophisch argumentieren konnte, der zwar leider historisch recht gehabt hat, aber eben sonst nicht ganz alle Tassen im Schrank hat. Das ist wirklich ein absoluter Skandal, wie man sehen Sie, Frau Radisch, auch deshalb haben wir unsere Bücher geschrieben. Aber noch einmal zum Verständnis von Camus noch einmal hineinschnell. Also wir haben den ganz wichtigen Begriff des Absurden, wir haben ihn angeschnitten. Also das Absurde der Welt, in der Camus gelebt hat, ist dieses Absurde, hat sich das verschärft noch einmal, also in der Gegenwart des 21. Jahrhunderts. Und was ist genau dieses absurde Gefühl? Also das ist eine schwierige, auch philosophische Frage. Das Absurde ist bei Camus ja eigentlich eine Verhältnisbestimmung. Es gibt die Welt und es gibt den Menschen, der in dieser Welt ist. Und der Mensch, wenn er darüber nachdenkt, wie eigentlich seine Existenz in der Welt aussieht, gegenüber dieser schweigenden, nicht von Sinn erfüllten Welt, erfährt dadurch eigentlich die Absurdität seines Daseins. Aber man darf nicht vergessen, dass die Akzeptanz dieses Absurden, wie es in dem Essay Le Mythe de Sisyphe, der Mythos von Sisyphus, charakterisiert wird, dass eigentlich diese Akzeptanz letztlich das Entscheidende wäre. Denn am Schluss heißt es in diesem Essay über den Mythos von Sisyphus, man muss sich Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen. Was heißt das? Der Steinewälzer hat akzeptiert, dass die Welt im Verhältnis zu seiner Existenz absurd ist, aber die Konsequenz daraus ist, du gestaltest dein Leben selbst in Freiheit und Selbstverantwortung. Mhm. Und ich glaube eigentlich nicht, dass man sagen kann, es gibt eine Steigerung des Absurden. Das beginnt eigentlich schon mit dem In der Welt sein des Menschen ab Ovo. Schon in den Höhlenzeitaltern war es so, da waren es die Mammuts. Heute sind es die chemischen Waffen in Syrien. Und wir müssen uns immer wieder natürlich mit dieser Frage nach dem Absurden und der Welt und unserer Existenz auseinandersetzen. Und das Absurde ist eben keine negative Kategorie. Das sagten Sie ja schon. Das ist aber ganz wichtig. Man hat das eben oft so missverstanden als eine Verzweiflungsformel. Jedenfalls landläufig. Und das ist ganz falsch. Da ist der Freiheitsgedanke insofern unmittelbar drin, als es eben einfach heißt, wir lassen uns nicht bevormunden. Von keiner Ideologie, von keinem Sinnversprechen, von keinem Wohlstandsversprechen, von keinem Fortschrittsversprechen. Wir halten es einfach aus, ohne einen
prädefinierten Sinn zu leben, zu existieren und unsere Existenz ohne all diese Halte, ohne all diese Haltegriffe, ohne dieses ganze Dekor, ohne all das, was man uns ständig in Aussicht stellt, selbst zu meistern. Mhm. Und da ist die Einfachheit eben dabei, wir machen es selbst, wir brauchen diese ganze Monstrosität von Versprechungen nicht. Das ist ein unglaublich starker Gedanke, der überhaupt nicht zu überbieten ist, der auch nicht noch moderner werden kann, der eigentlich einfach nur wahr ist, ja? Ja. Ja, der einfach nur richtig ist. Also das heißt, und sich diesem Gedanken zu stellen und ihm nicht auszuweichen, ja? Sondern es einfach auszuhalten, dass es so absurd und so sinnlos ist, wie es ist. Liegt darin die Revolte, dann, das ist der zweite Begriff. Ja, aber darin liegt eben Größe. Darin liegt nicht wirklich Verzweiflung, sondern Größe. Das ist eigentlich das Allergrößte, was man dem Menschen zumuten kann, ohne falsche Versprechungen sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Also größer kann man vom Menschen gar nicht denken, als dieses absurde Denken. Völlig einverstanden. Im Grunde genommen ist es ja auch schon ein Gedanke, der bei Nietzsche präfiguriert ist mit dem Amor Fati. Also nimm an, was dir zufällt und zeige dich darin in deiner eigenen Gestaltungskraft. Und die Frage zwischen Revolution und Revolte ist ebenfalls eine wichtige, auch nicht ganz einfach darzustellen. Im Grunde ist der Homme Révolté, also dieser Großessay von Albert Camus, einerseits eine Studie zur Anthropologie des Menschen, andererseits zur Geschichte und zur Geschichtsphilosophie. Jetzt ist die Revolte eigentlich das, was den Menschen als Menschen auszeichnet, indem er in die Welt kommt und zunächst mal das verneint, was ihm feindlich gegenübersteht, nämlich eben diese Welt in ihren An- und Zumutungen und ebenfalls verweigert, dass es irgendwelche Tröstungen geben könnte, die gegenüber seiner Sterblichkeit irgendeinen Sinn machen könnten. Also so sind wir eigentlich alle revoltierende Menschen. Wir erleben das inzwischen in säkularer Form eher in harmloseren Konstellationen. Wir revoltieren vielleicht gegen Parkbußen, wir revoltieren nicht mehr gegen Gott oder auch gegen die Geschichtsphilosophie. Gegen die NSA vielleicht gerade. Ja, okay. Ja, nun, das ist allerdings nicht sehr realistisch. Also müssen wir auch ehrlich sein. Keine Mails mehr schreiben. Ja, und die Revolution, die macht ein Programm daraus. Die instrumentalisiert die Geschichte im Sinne eben einer höheren Bewegung, wo, was wir vorher besprochen haben, eben jeder Zweck die Mittel heiligt und alles erlaubt ist. Und da kippt eigentlich etwas, was den Menschen auszeichnet, in einen Übersprung der Größenanmaßung, des Größenwahns, des Totalitarismus. Also insofern ist der Essay nach wie vor hochaktuell zu lesen, wenngleich ich zugeben muss, er ist nicht in allem konsistent, er ist auch nicht sehr übersichtlich aufgebaut und die Beispiele sind sehr französisch. Französisch oder eben auch aus dem Arsenal der russischen Terroristen und Ideologen. Ja. Das ist uns heute natürlich fremd geworden. Was dazwischen steht, also zwischen dem Absurden der Revolte, ist die große Frage nach dem Suizid. Bei Camus, Suizid als Antwort auf das Absurde, aber für Camus war eben der Suizid keine Antwort. Ja, also ich sehe so, der Suizid, so beginnt ja der Essay über den Mythos von Sisyphus, das ist nur eine heuristische Position, nicht? Man sagt also, wenn die Welt absurd ist und ich mein Dasein nicht verstehe, muss ich mich konsequenterweise umbringen. Und dann geht die ganze Beweisführung dahin, dass eben eigentlich dieses Absurde auch positiv konnotiert werden kann und deshalb der Suizid verworfen wird. Was ihn ja sehr interessiert hat und was in ganz vielen Romanen gibt, ist ja die Situation des zum Tode Verurteilten. Ja. Ja, das ist ein Augenblick oder eine Gedankenfigur, die, glaube ich, für ihn die Allegorie unseres Daseins ist. Wir sind natürlich zum Tode verurteilt. Eigentlich sind wir alle, wie wir hier sitzen, in dem Augenblick dieses zum Tode Verurteilten. Wir wissen es ja, wir sind zum Tode verurteilt, wir kennen ja nur den Zeitpunkt nicht. Das ist das Einzige, was uns vom echten Todeskandidaten unterscheidet, der auf den Scharfrichter im Morgengrauen wartet. Diese Situation hat ihn wahnsinnig interessiert, weil erst dann sagt er, ist der Mensch nackt vor seiner Existenz. Das ist der Augenblick, wo keine Lüge mehr greift. Das ist da im L'Étranger, im Fremden, ja, wirklich sein Erweckungsmoment in dieser Todeszelle, beginnt dieser lethargische Mensch überhaupt. In ganz vielen Skizzen ist es immer wieder der Augenblick kurz vor dem Tod. Ja? Und da
Das ist wie so ein Wahrheitsfilter, wie so ein Indikator, was noch zählt. Und das war eigentlich der Indikator für sein ganzes Denken. Mhm. Was hat noch Bestand, wenn ich morgen im Morgengrauen, morgen früh sterben muss? Und dann stellt man fest, dann kommen ganz wenige Dinge. Mhm. Das sind dann ganz, ganz wenige Dinge, die dann wirklich noch wichtig sind und die wahrheitsfähig sind. Und so hat er diese ganzen Schlacken der falschen Wahrheiten, da hat er dekonstruiert. Also die im Grunde falschen. Ist er ein erster großer Dekonstruktivist von Lügen, Ideologien und falschen Versprechungen. Nur, dass man ihn noch versteht, während die Nachfolger häufig sehr hermetisch sind. Aber das Todeserlebnis, diese Verfallenheit dem Tod gegenüber und auf der anderen Seite diese große Lebensbejahung, ist eine Kraft drin, die wirklich biografisch bei ihm, also eben, Sie haben das erwähnt, seine Lungenkrankheit, er hatte solche Nächte, wo er nicht wusste, ob es weitergeht oder nicht. Sein früher Tod, dieser absurde Unfalltod, den ihn mit 46 aus dem Leben riss. In dieser Spannung drin steckt dieser Albert Camus. Und mich würde interessieren, was hätte aus Albert Camus werden können, wenn er noch ein bisschen Zeit gehabt hätte? Es gibt so einen Kippmoment oder einen sehr biografisch wichtigen Moment, das ist 1957, als er den Literaturnobelpreis zugesprochen bekommt. Zuerst erschrickt, weil er sagt, eigentlich hätte Malraux den Preis verdient. Und wir haben im Archiv Bildmaterial gesehen aus dieser Verleihung 1957 in Stockholm, und die würden wir uns gern schnell anschauen. Camus beim Galadiner in Stockholm. Man sieht diesen eleganten und gewandten Camus. Vor allem konnten die Männer damals noch tanzen. Ne? Genau, aber man sieht ihn die Krise nicht an, in der er eigentlich steckt biografisch. Camus ist erst 44-jährig. Man sieht ihn hier bei Pressekonferenz während der Auszeichnung. Das hat natürlich eben auch, wie gesagt, Neider hervorgerufen. Und dann sehen wir ihn hier mit seiner zweiten Ehefrau Francine Faure lachend, aber innerlich ist das alles ganz anders. Hier ist eine große Krise in diesem Jahr 57, 58. Camus auch selber nahe an der Frage wirklich auch des Selbstmordes. Seine Frau sowieso in dieser Situation drin. Ganz viele Widersprüche, ganz viele Ambivalenzen. Ja, zum einen ist er natürlich schwer gezeichnet durch das verlorene und ja hier schon beschriebene Duell mit Sartre in seiner Zeitung Les Temps Modernes. Aber es ist schon noch was Tiefgreifenderes. Er ist nicht nur in einer persönlichen Krise, weil seine Frau, man sieht es hier in den Bildern nicht, ist eigentlich psychiatrisiert gewesen, ist aus dem Fenster der psychiatrischen Anstalt gesprungen, in der sie ruhig gestellt werden sollte, hat schwere Depressionen, wird auch nicht fertig mit dem Liebesleben ihres Mannes, das muss man, leider, auch verstehen, ne? Leider offen sagen, er hat sie da auch nicht wirklich geschont. Das ist alles das eine. Aber dann gibt es eine literarische Krise, und die ist, glaube ich, viel tiefgreifender. Schon bevor er den Nobelpreis bekommt, sagt er jahrelang, er könne nicht mehr schreiben, es geht nicht weiter. Und ich glaube, natürlich stimmt das nicht, wenn man sich seine Publikationsliste ansieht, ist das nicht wahr. Ja, da kommen die Erzählungen, da kommt der Fall und so weiter. Trotzdem, an dem Gefühl ist etwas dran, weil ich glaube, er hat einfach gespürt, dass er, um es mal ein bisschen auf den Punkt zu bringen, ein Zwischenkriegs- und Nachkriegsschriftsteller ist. Und diesen Übergang in die wirkliche Moderne, also in die offene Nachkriegszeit, wo auch dieses harte, allegorische Schreiben, was eben sein Schreiben war, nicht mehr so griff, wo man da ein bisschen weicher werden musste, wo man vielleicht die Blende mehr hätte öffnen müssen. Auch im Journalismus, dass er aus dem Combat wegging, war auch, weil er diesen Übergang in diese neue moderne Zeitungslandschaft nicht mehr wirklich begleiten konnte. Und da musste er sich neu erfinden. Und das war auch sein, immer wieder gibt es im Tagebuch dieses, muss ein neues Leben, eine Vita Nova muss da sein. Und das Schreiben muss weicher werden. Er hat die große Utopie gehabt für seinen letzten Roman, Der erste Mensch, wie die großen Klassiker, also wie Dostojewski, ganz durchlässig schreiben zu können. Ohne jeden Manierismus, denn auch im Fremden, in der Pest, das sind ja sehr manieristische Bücher, trotz ihrer Weißgekacheltheit und ihrer ausgenüchterten Form. Das ist aber ein großer Manierismus. Er wollte am Ende schreiben, wie man atmet. Ohne jede Verstelltheit. Er wollte wirklich sich öffnen. Und meiner Ansicht nach hat er das auch geschafft.
Dieser erste Mensch ist ein großartiges Buch, ein Buch, in dem er wirklich zu seiner Stimme plötzlich gefunden hat. Er konnte auch plötzlich wieder schreiben. Er hat ja sich gequält mit der Pest, gequält mit dem L'Homme Révolté. Es war ein qualvolles Schreiben. Plötzlich sitzt er auf dieser, wie ich denke, sehr großen Terrasse in Lourmarin, das größte Haus am Ort immerhin, sitzt auf der Terrasse am Boden und schreibt und schreibt und schreibt. Fließend, die Worte gehen ineinander über. Seine arme Frau Francine und seine Tochter konnten das gar nicht entziffern hinterher. Also er ist in diesen Fluss gekommen, aber es war ein ganz harter Prozess. Vorher natürlich sind diese inneren Krisen, diese eigentliche biografische Krise, das sich zurücksehnen in diese Kindheit, in die Einfachheit, in die Armut, nach Algerien, das es nicht mehr gibt, so, weil wir müssen uns auch vergegenwärtigen, der Freiheitskampf Algerien war in vollem Gange, als er diesen Nobelpreis bekommt. Also hier im eleganten Frack, zerrissen, zieht ihn in die Einfachheit zurück. Mhm. Ein Student, der ihn provoziert bei einer Pressekonferenz und er sich zu einer Äußerung verlocken lässt, die man ihm dann wieder böse genommen hat. Also, wie ging die Geschichte? Also es ist was er nun wirklich gesagt hat, weiß man ja leider nicht. Aber es ist dann in der französischen Presse natürlich kolportiert worden. Und es gab dann natürlich auch weitere Hassgefühle. Aber vielleicht noch ganz kurz zu dem, was Sie ursprünglich gefragt haben, was hätte er noch schreiben können. Also zunächst müssen wir ja sagen, wir sind hochzufrieden mit dem, was er geschrieben hat. Absolut. Und das gilt für Mozart, das gilt für Schubert, das gibt eigentlich in den meisten Fällen früh verstorbener Künstler und Schriftsteller. Aber es ist richtig, dass die letzte Lebensphase von Camus sehr durchzogen war. Die Schreibstörungen sind erwähnt worden. Und dass er natürlich jetzt mit dem ersten Menschen, Le Premier Homme, einen anderen Ton gefunden hat, das ist in völliger Evidenz. Er hatte ja eigentlich geplant, dieses Buch sozusagen sehr nahe an seine Jetztzeit heranzuführen. Und was überliefert ist, ist eigentlich nur der kleinere Teil der Kindheit und der mittleren Jugend. Das wäre also ein weiteres Projekt gewesen. Er hat ja Marcel Proust immer sehr bewundert. Das ist in gewissem Maße ist das die realistisch-erzählerische Antwort auf die Recherche du temps perdu, ohne die genialen Kunstansprüche, auch in Bezug auf eine Kunstreligion, die Proust natürlich gestellt und auch verwirklicht hat. Aber das war ein Plan. Ein weiterer Plan wäre gewesen, eine Philosophie des Maßes. Das Stichwort hieß damals Nemesis. Das ist nicht nur eigentlich die Göttin der Rache, wenn das Maß überschritten ist, sondern das ist die Göttin, die schaut, dass alles sozusagen am rechten Ort ist. Und das Maß war für Camus, jetzt nehmen wir mal die Frauengeschichten aus, ein ganz wichtiges Element seiner Lebensführung und Lebensgestaltung. Und er hat ja eigentlich immer auch, das sieht man im Tagebuch, sehr genau Buch geführt, was er tut, was er wann tun soll. Und Sie haben es gesagt, diese Formel, dann werde ich frei sein, je serai libre, die wiederholt sich etwa 5 oder 6 Mal, immer wenn eigentlich eine Episode abgeschlossen ist, ohne dass dann diese Freiheit wirklich kommt. Und der Tod dann, der am Schluss dazwischen gefahren ist, ist wirklich ein absurder Tod, das kann man so sagen. Ich bin nicht einverstanden mit dem Vorspann, wenn ich das hier sagen darf, dass Camus sozusagen versöhnt gewesen wäre mit diesem Abschluss. Es gibt in den Tagebüchern, in den Briefen auch immer wieder Stellen, wo er sagt, eigentlich nichts Dümmeres und Vulgäreres als ein Ein plötzlicher Tod und vor allem ein Unfalltod. Ja, wie es Ernst Jünger einmal schön beschrieben hat, ein Tod in der technischen Welt. Und genau das ist passiert. Und wir alle wissen, er hatte ja schon das Zugsbillett von Lourmarin nach Paris gekauft. Da hat ihn sein Verleger Michel Gallimard, der Sohn des großen Gaston Gallimard, dazu überredet, mit ihm im Wagen zurückzufahren. Und es war im Grunde genommen dieses schöne Auto, ein Fehlkonstrukt. Es hatte einen 6,3 Chrysler Hemi-Motor, 335 PS. Jetzt spricht der Fachmann. Ja, ich möchte ja mal so einen kaufen, aber ich habe noch kein Exemplar gefunden. Und das ist dann sozusagen wirklich die Absurdität der Absurdität, dass er in diesem Baum landet. Genau. Ja. Aber quasi jetzt, wenn wir nochmals den Sprung machen, es ist 46 Jahre alt, das ist sehr jung, oder? Wir haben gemerkt, dass er alles schon in seinem Leben komprimiert drin gehabt hat. 2 große Weltkriege quasi als Kind eines gefallenen Vaters, den zweiten intensiv selber miterlebt, 2 Ehen, Kinder,
alles steckt drin, ein Nobelpreis, Außenseitertum in Paris. 1968 wäre er 55 Jahre alt gewesen, jung. Was wäre sein Beitrag gewesen, zum Beispiel 1989 beim Fall der Mauer? Da wäre er 76 gewesen, also immer noch mit dabei. Hätten wir da von Camus etwas erwarten können? Er hätte natürlich triumphiert. Ja. Da bin ich ganz sicher und vollkommen zu Recht. Er hätte triumphiert, weil, das muss man einfach sagen, wenn Sartre ihm nicht Recht gegeben hat, so hat ihm doch die Geschichte Recht gegeben. Und ich glaube, dass er auch literarisch ein sehr moderner Autor gewesen wäre, weil diese letzten Schriften und Tagebucheinträge, die zeigen ihn doch als jemand, der fast in Richtung eines nomadischen Denkens geht. Eines Denkens, was sich wirklich öffnet für ganz moderne Begriffe wie die Leere, die Wüste. Er wollte dann auch schreiben ohne jede Poesie. Ja? Aber dass die Geschichte ihm Recht gegeben hat, das würde mich schon nochmals ganz konkret interessieren am Fall von Algerien, weil er ja nicht für die Eigenständigkeit von Algerien wirklich war. Nee, Algerien war ein schwieriger für ihn auch deprimierender Fall, das muss man ganz ehrlich zugeben. Die Eltern waren ja zugewandert als Biennois und hatten dort unter einfachsten Verhältnissen ihr Leben aufgebaut. Und ja, die Großeltern sind zugewandert. Die Eltern, die sind schon eingeboren sozusagen. Und nun sollte das plötzlich alles hinfällig werden. Er hat ja immer auf eine Versöhnung der Gegensätze gehofft, auch im politischen Sinne. Das hat nicht funktioniert. Es wäre nun irgendwie zu kompliziert oder zu weitführend, das genau auseinanderzunehmen. Er war von de Gaulle empfangen worden, hatte mit de Gaulle noch darüber gesprochen, dass eigentlich eine Föderation Algerien das Vernünftige wäre. Von der Theorie her gesehen an sich völlig richtig, von der Praxis her gesehen völlig illusionär. De Gaulle hat diesen Krieg, diesen Bürgerkrieg beendet. Damit war Schluss. Damit war auch Schluss für Camus politisches Engagement als Leitartikel, als Kommentator. Nein, ich glaube auch, er ist da. Das war eines der vielen Widersprüche in seinem Leben, das nicht zu lösen war. Er fing an als junger Journalist, er konnte sich ein nicht-französisches Algerien schlichtweg nicht vorstellen. Obwohl er das Elend der Berber ganz jung als junger Reporter aufgeschrieben hat, da hatte er ein einziges Remedium. Ja, ihr müsst eben in französische Schulen gehen, ihr müsst euch assimilieren, ihr müsst Franzosen werden. Das ist der einzige Weg, den er sah. Am Schluss hat er sich ein bisschen geöffnet Richtung Konföderation. Aber ein nicht-französisches Algerien, das ist da ein dass das ein Gewaltakt war, dass dann Menschen ohne Rechte, die in einem anderen Rechtssystem, deren Muttersprache zur Fremdsprache erklärt wurde, all das hat er nicht wirklich wahrgenommen. Also irgendwo dürfen wir ihn dann auch mal kritisieren. Vielen Dank. Zum Schluss, es gibt 10 bevorzugte Worte von Albert Camus, die er selber notiert hat. Ich möchte Ihnen die schnell noch einmal vergegenwärtigen und würde Sie gerne fragen, welches Ihr bevorzugtes Wort von Albert Camus ist und warum. Oh, das ist aber eine schwierige Frage. Also, du musst die 10 Worte vorlesen. Welt, Schmerz, Erde, Mutter, Menschen, Wüste, Ehre, Elend, Sommer, Meer. Iris. Schöne Worte. Ich habe ja nach den 10 Worten mein Buch aufgebaut. Jedes Wort hat ein Kapitel. Mein Liebstes ist, glaube ich, weil ich komme ja auch aus dem Norden, es ist nicht das Meer und nicht die Sonne, es ist die Erde. Es ist die Erde, auf der man liegen kann, die Erde, in die man greifen kann, die Erde, die unser Ursprung ist. Also die Erde. Herr Mayer? Ja, ich schwanke zwischen Ehre und Welt, nehme jetzt aber Welt, um nicht zu erklären, warum es die Ehre gewesen wäre. Ein ganz großes Buch des 20. Jahrhunderts ist das Buch von Hans Blumberg, Lebenszeit und Weltzeit. Und da wird eigentlich vorgeführt, wie der Mensch einerseits immer auf die Welt reflektiert und in seiner knapp bemessenen Lebenszeit merken muss, dass er von dieser Welt immer weniger mitbekommt. Und im Grunde genommen, im Sinn von Camus, wäre es doch so, dass wir an dieser Welt Anteil nehmen in unserer beschränkten Lebenszeit und daraus für uns selbst das Beste machen. Frau Radisch, Herr Mayer, vielen Dank für das Gespräch. Dieses Gespräch finden Sie auch auf unserer Website, die zu besuchen sich sowieso lohnt. Nächste Woche haben wir den Vordenker der Occupy-Bewegung, David Graeber, hier am Sternstundentisch. Barbara Bleisch spricht mit ihm über Schulden, Konsum und zivilen Ungehorsam. Jetzt aber geht's weiter mit Kunst, Polizeikunst.
40 Jahre lang hat er im Polizeidienst fotografiert, wie aus dem einfachen Stanser Dorfpolizisten Arnold Odermatt ein Star der Fotokunst wurde. Ein Film